Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wrestler-Profil und heute machen wir Jim Neidhart, der Vater von Natalya. Ich wollte sagen Tochter von Natalya, aber das stimmt ja gar nicht. Vater von Natalya und ja, Name James Henry Neidhart, am 8. Februar 1955 geboren. Er ist 61 Jahre alt und kommt aus Calgary, Alberta, Kanada. Er war am Anfang bei Stu Hart's Liga, Foundation, ich weiß nicht, wie man es sagen will. Auf jeden Fall in seiner Schule und nachdem Vince McMahon das ja aufgekauft hat, kam er dann in die WWE, damals noch WWF, wo er mit Bret Hart, seinem Schwager, denn Neidhart hat eine andere Schwester von Bret Hart geheiratet, in dem Sinne, deswegen waren sie auch da verschwägert. Ein Tag Team und zwar heißen die Hart Foundation, als Manager Jimmy Hart, als Manager und am 26. Januar 1987 besiegten sie mit unfairen Mitteln die British Bulldogs. Also auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, dass wir gerade eben, oder zumindest in der letzten Folge, über den British Bulldog gesprochen haben, den wir auch gerade als Gegner haben. Und ja. Ja, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Geschichte, was mir jetzt gerade auffällt. Wie gesagt, sie haben die WWE Tag Team Titles gewonnen. Und ja, bei WrestleMania 4, also sie waren ja am Anfang noch Heels, noch dazu erwähnt, bei WrestleMania 4 trennten sie sich von Jimmy Hart, also von ihrem Manager, und wurden dadurch halt Babyfaces. Bei WrestleMania 5 besiegten sie Greg Valentine und Honky Tonk Man. Bei WrestleMania 6 besiegten sie die Bull Chiefs in 19 Sekunden, was auf jeden Fall sehr, sehr schnell ist. Ich glaube, zur damaligen Zeit war es sogar die schnellste Zeit in Sachen Besiegen der schnellste Sieg bei WrestleMania. Jetzt aktuell ist er bei The Rock mit 6 Sekunden gegen Eric Rowan. Beim SummerSlam 1990 besiegten sie Demolition und haben nochmal die WWE Tag Team Titles gewonnen. Und am 30. November 1990 haben sie eigentlich die Titel an die Rockers abgegeben, also bestehend aus Shawn Michaels und Martin Jannetty. Jedoch wurde der nicht im TV ausgestrahlt und deshalb blieb der Titel weiterhin bei der Hart Foundation. Und in ihrem letzten gemeinsamen Match besiegten sie nochmal die Rockers am 30. März 1991 in Tokio, Japan. Tokio, Japan in dem Sinne. Und dann gingen sie getrennte Wege. Bret Hart hat ja eine erfolgreiche Singles-Karriere gestartet, was bei, Jimmy Neidhart natürlich nicht ganz vergleichbar ist. Natürlich, ist klar. 1981 teamte er noch ganz kurz mit Owen Hart, also seinem Schwager, also seinem anderen Schwager, und war dann quasi die New Foundation. Jedoch legte er dann eine kurze Pause ein und von 94 bis 97, blieb er noch bei der WWE, aber hat keine große Rolle jetzt unbedingt gespielt. Er war so eher am Ende der Zeit noch an der Seite von Bret Hart noch so in seiner Storyline mit USA und Kanada mit seinem patriotischen Gimmick war er noch dann noch vertreten, aber ansonsten hatte er keine große Rolle gespielt. Und als der Montreal Screwjob kam, hat er dann auch die WWE mit verlassen und wechselte dann zur WCW, jedoch war er nicht lange da, weil er nicht wirklich erfolgreich war dort. Und verließ sie dann wieder. Und dann war er noch in Indie-Ligen aktiv, aber jetzt auch nicht so, wo er sagen kann, okay, er war jetzt ein großer Indie-Star, soweit ich das jetzt gelesen habe und alles und recherchiert habe. War jetzt nicht so der große Indie-Star in dem Sinne und es wurde dann nach einer Zeit sehr, sehr ruhig um ihn. Dann, als Natalya anfing, wurde noch oft erwähnt von ihm, so dass er, dass der Vater Jim Neidhart hat und halt ein Tag Team gebildet haben mit, die Hart Foundation und so weiter und so fort, was immer noch ein legendäres Tag Team ist, das will ich nicht untermauern oder beziehungsweise schlecht reden, nur falls ihr es denkt. Wurde er noch öfters erwähnt und er war auch dann noch ein paar Mal zu sehen bei Total Divas zum Beispiel, also da war er noch einige Male zu sehen. Und so viel zu ihm. Hall of Fame ist da auch nicht drin, also er ist jetzt kein WWE Hall of Famer oder sowas in der Art. Und ja, genau,
So viel dazu. Das Besondere, was man zu ihm erzählen kann, dass er eine Tochter, die Natalia heißt. Dann, ja, Schwager sind natürlich Bret Hart und Owen Hart. Nicht von British Bulldog, weil, ja, British Bulldog ja nicht, also British Bulldog ist ja der andere Schwager von Bret Hart und Owen Hart. Deswegen, ja, sind sie nicht verschwägert. Und in der Highschool war Jimmy Neidhart erfolgreicher Kugelstoßer. Was auch sehr, sehr interessant ist zu wissen. Genau, dann war, ja, seine Titelregentschaften waren zweimal World Tag Team Champions, natürlich mit seinem Bruder, mit seinem Schwager, Bret Hart. Genau, so viel zu ihm. Come on, bring ihn zum Tappen, leider nicht. Gut, dann hauen wir ihn mit dem Finisher um. Gut, da haben wir mal ein Profil angesprochen, das in dem kompletten Match, das habe ich auch selten gemacht. Also, ich habe es ja meistens immer fertig gekriegt und so weiter und so fort. Okay, hat sein Finisher tatsächlich eingesetzt. Ja, zur Meinung kann ich eigentlich sehr, sehr schnell sagen. Ich kann ihn nicht bewerten, weil ich auch von ihm wenig gesehen habe. Ich habe natürlich die Tag Team Zeit damals mit Bret Hart gesehen, aber nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wie seine Singles-Karriere ablief. Ich weiß halt nur, dass er halt so quasi ein Gehilfe von Bret Hart war in dem Sinne. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Also, ich kann ihn nicht bewerten, weil ich einfach viel zu wenig von ihm gesehen habe. Und ja, es macht wenig Sinn, ihn zu bewerten jetzt in dem Sinne. Ist meine Meinung zumindest. Könnt natürlich eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ihr könnt ihn mal bewerten, wie ihr ihn findet. Und ja, auf jeden Fall kann ich so viel sagen zum nächsten Profil. Was kommen wird, kann ich ihn auf jeden Fall bewerten. Also, das kann ich auf jeden Fall bewerten, weil ich so ziemlich alles gesehen habe, also die ganze Karriere so ziemlich verfolgt habe. Und ja, seid gespannt, wer es wird. Auf jeden Fall versuche ich jetzt wirklich regelmäßiger Wrestler-Profile zu bringen, was ja zumindest im Juni quasi oder auch Ende Mai sehr, sehr, ja, wie heißt das so schön, ja, flöten ging aufgrund meiner Prüfung. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr auf andere Sachen konzentriert, mich auch ein bisschen beruhigt, ausgeruht und so weiter und so fort, also ein bisschen mehr zu machen. Und so weiter und so fort. Gerade auch ein bisschen über Urlaub versuche, ein bisschen was vorzuproduzieren. Mal sehen, wie viel ich schaffe. Werden wir alles mal gucken. Aber ja, so viel dazu. Ja, Bewertung von Jim Neidhart kommt, wie gesagt, nicht. Falls ihr das jetzt überdenkt, weil, wie gesagt, ich kann ihn nicht bewerten. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Mit einem feinen Jim Neidhart. Ciao.